Der Löwe. Ein Lese- und Schreibabenteuer. Von Martin Baltscheid. Ups. Na, einen schönen guten Tag. Such dir ein Symbol aus und dann fangen wir an. Es gibt kein besseres Symbol, wenn du mich fragst. Na, jetzt noch eine Farbe auswählen und dann fangen wir an. Gute Farbe. Hätte ich auch genommen. Es war einmal ein Löwe, der konnte schon ein bisschen schreiben. Das hatte er von einer Löwin gelernt, die er einmal geküsst hatte. Mein lieber Löwe, willst du mir nicht mal wieder einen Brief schreiben? Was? Ich wollte wissen, ob du mir nicht mal wieder einen Brief schreiben willst. Vielleicht gehst du ein bisschen spazieren, lebst ein Abenteuer und schreibst mir davon. Und dann bekomme ich einen Kuss? Oder auch zwei. Na gut, dann mache ich mich mal auf, damit die Löwin ihre Post bekommt. Mal sehen, ob ich ein paar Abenteuer finde, von denen ich ihr schreiben kann. Hilfst du mir? Sag du wohin. Abenteuer gibt es überall. Ich liebe geradeaus. Hey, was machst du da? Na, ich sitze in einem Zug und reise um die Welt. Echt? Ich dachte, du stehst in der Savanne und ordnest Briefmarken. Oh, scharf beobachtet. Du musst der kluge Löwe sein, der so gerne Postkarten schreibt. Ja, das bin ich. Ach, es gibt nichts Schöneres als diese kleinen Kunstwerke. Schau, hier ist ein Bild von einer Löwin. Meine Sammlung! Meine Sammlung! Alles durcheinander. Ich habe 2 Jahre lang sortiert. Mein lieber Löwe, ich brauche deine Hilfe. Wenn du mir hilfst, schenke ich dir meine schönsten Marken. Die schönsten? Von jeder doppelten Briefmarke darfst du eine behalten. Abgemacht. Sortieren wir. Nein. Oh je, die... Nein. Nein. Bravo. Nein. Gut gebrüllt. Atemberaubend. Und? Wie war ich? Nun, ich würde sagen, du hast jetzt auch eine schöne Sammlung. Ich war wirklich richtig gut, was? Du hast es dir verdient. Und wem wirst du schreiben? Briefgeheimnis. Ich danke dir. Ich danke dir. Zeit für eine Postkarte. Drücke auf den Auslöser. Komm, wir lesen zusammen. Drück auf den Play-Knopf. Du kannst auch jedes Wort einzeln antippen, dann lese ich es dir vor. Liebste Löwin. Liebste Löwin, ein Sturm hat uns heute ins Chaos geführt. Doch haben wir alles noch schöner sortiert. Gruß, Löwe. Gut machst du das. Grandios! Jetzt noch eine Briefmarke aussuchen und ab geht die Post. Post für die Löwin! Ah.
Sag du, wohin? Abenteuer gibt es überall. Ich liebe geradeaus. Was schreit ihr rum? Habt ihr heiße Kartoffeln im Po? Ruhe! Man versteht ja sein eigenes Brüllen nicht mehr. Und? Was machen wir? Wir müssen die Affen beruhigen. Kannst du die richtige Reihenfolge der Silben finden? Versuch es mit sortieren. Arr. Ja. Gut. Ja. Gut. Arr. Jaguar. Worte Zauber. Deal. Kroko. Kroko. Deal. Krokodil. Klasse. So machen die Silben Sinn. Le. Fand. E. E. Le. Fand. Elefant. Silben sind Silber und Worte sind Gold. Kahn. He. Li. He. Li. Kahn. Pelikan. Rumfortionös. Bell. Tier. Schnapp. Schnapp. Bell. Tier. Schnabeltier. Ich glaube, wir sind Wortemeister. Weltwortemeister. Wir sind klasse, wir zwei. Zeit für eine Postkarte. Drücke auf den Auslöser. Komm, wir lesen zusammen. Drück auf den Play-Knopf. Liebste Löwin, es sitzen drei Affen hoch oben im Baum. Dort trennen sie Silben. So leicht wie im Traum. Gruß, Löwe. Du hast dich selbst übertroffen. Eine Briefmarke brauchen wir noch. Zieh sie auf die Karte. Hier kommt Löwenpost. Junior, ich glaube, du musst zum Friseur. Ich glaube nicht. Du bist nicht Junior. Nein, ich bin der Löwe. Wo ist mein Sohn? Ja, der ist spazieren gegangen. Alleine? Aus Versehen. Da runter. Oder darauf. So genau weiß ich das nicht. Ach, diese Kinder. Schnell, du musst mir suchen helfen. Na klar. Gut, fliegen wir. Fliegen? Wir müssen nach ihm rufen. Er heißt Geier. Du meinst G-E-I-E-R? Das kriegen wir mit den Buchstaben, die herumliegen, hin. E, das hat noch gefehlt. Fehlt. Was ist los, du flache Tasche? Siehst blass aus. Ah, du bist es. Hör zu, Kumpel. Mir geht's nicht gut. Die letzte Hyäne, die ich gefressen habe, liegt mir quer im Magen. Ah, das kenne ich. Hyäne ist zäh. Meine Mutter sagt immer, die beste Medizin ist gesundes Essen. Gutes Fleisch, viel Obst. Und Gemüse. Klingt nach einer guten Mutter. Es funktioniert aber nur mit richtig gesunden Anfangsbuchstaben. Anfangsbuchstaben. Damit kenne ich mich aus. Fangen wir an. Ziehe das Essen mit dem richtigen Anfangsbuchstaben auf das Krokodil. Ah, ich sage A. Ah. Ah. Apfel. Ah. Oho, und jetzt was mit O. Orange. Richtig lecker ist es mit R.
Radieschen. Hast du ein I? Geh, genau so. Der Buchstabe hat noch gefehlt. I, genau so. Juhu! Komm, genau so. X, Y, Z, geschafft. Mann, das war ja eine Fahrt. Jetzt aber runter hier. Zeit für eine Postkarte. Drücke auf den Auslöser. Komm, wir lesen zusammen. Drück auf den Play-Knopf. Liebste Löwin, ein Nilpferd wiegt schwer. An Land eine Tonne. Im Wasser dagegen, da schwebt es mit Wonne. Gruß, Löwe. Gut machst du das. Eine Briefmarke brauchen wir noch. Post für die Löwin! Ah.